Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde. Ich war länger nicht mehr hier und ich spiele heute die Demo-Version von The Alien Cube. Bevor wir hier beginnen, gucken wir uns erstmal durch, was gibt es in Einstellungen. Man kann hier die Sensitivität der Maus verändern, auch hier die Mausrichtungen umkehren, die Grafik ein bisschen einstellen und ja, wir spielen heute auf 2560x1440 in einem Vollbild mit hoher Qualität, niedrigen Schatten und deaktiviertem Anti-Aliasing, beziehungsweise auch niedrig eingestellt. Die vertikale Synchronisierung des Monitors haben wir auf Nein, also nicht hier auf V-Sync warten. Field of View, den Blickwinkel nach links und rechts hier habe ich auf Standard belassen und die Helligkeit auf plus 2 gestellt. Es ist hier auch nur möglich auf von minus 2 auf minus 1 und auch eben auf plus 2 in die gleiche Richtung zu gehen. Dass ich hier mehr an Helligkeit anwende, ist nicht möglich. Und das auch vorweg, dass jetzt kein Helligkeitssprung hier. Monitore bitte wirklich auf hohe Helligkeit stellen und hoffen, dass das auch gut rüberkommt. Ich habe meinen Monitor auch auf eine hohe Helligkeit gestellt und dazu auch die Helligkeit auf plus 2, den maximalen Pluswert verändert im Spiel. Und ja, ich sehe leider immer noch nicht das, wo man meinen möchte, das möchte ich alles sehen. Aber da kommen wir noch dazu. Steuerung, ja, gucken wir mal rein, Maustastatur. Auch wie im ersten Spiel von Alessandro Guzzo, simpel behalten, haben wir hier auch wieder nur die Bewegung, das Springen, das Ducken, das Laufen. Linke Maustaste, rechte Maustaste als Interaktionsknöpfe. Ganz gut. Neben, falls das jetzt bewusst jemandem nicht aufgefallen ist, neben der deutschen Sprachunterstützung bereits in der Demo-Version, haben wir hier auch in der Demo-Version bereits Gamepad-Unterstützung. Das heißt, Xbox-Controller anhängen bitte, ausprobieren. Ich spiele traditionell mit Maus und Tastatur und wir können hier im letzten Menü noch die Sprache einstellen, Deutsch, Italienisch, Englisch. Aber wir beginnen ein neues Spiel und dadurch, dass das Spiel 12 GB im Download besitzt und dementsprechend auch beim Laden ein bisschen dauert. Ja, jetzt kommt hier bald die Musik. Ja, aber es dauert noch beim Laden. Ich hatte das Spiel schon, die Demo schon begonnen, auch hier begonnen aufzunehmen, aber so ist das nun mal. Nach einiger Zeit, OBS Broadcaster, ja, den hatte ich benutzt, da gibt es ja auch schon eine ganz neue Version von. Ich rödel hier noch mit der alten rum und in der Zwischenzeit habe ich die Grafikkarte auf eine RTX 2070 getauscht. Das Spiel bietet sich traditionell wie gesehen an in 2560x1440. Ja, und während ich hier ein bisschen rumtesten musste, stellte sich am Ende dennoch raus, die Aufnahme war nicht so toll, die ich gemacht habe. Darum musste ich nochmal ran. Und die Lösung, das hat mich verwundert. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt noch schnell einwerfen. Das Spiel scheint sich tatsächlich, auch wenn das jetzt gleich nicht so aussieht, mehr auf den Prozessor zu konzentrieren als auf die Grafikkarte. Stelle ich hier im OBS ein, nehme über die Grafikkarte auf. Funktioniert nicht nur die Aufnahme in 2560x1440 ruckelfrei, einwandfrei, sondern auch das Spiel selbst ist hier geschmeidig während der Aufnahme. Wir starten ins Spiel nun in Kürze rein. Hier noch ein Hinweis, unten rechts drücke X, um fortzufahren. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich denke mal, das dürfte ein kleiner Fehler sein. Ja, aber das lässt sich bis zur Vollversion ja beheben. Ich drücke linke Maustaste, das ist X. Where am I? Wo bin ich? Was mache ich hier? Ja, tatsächlich, was mache ich hier eigentlich? Es ist grafisch eine Finesse. Das Teil ist grafisch hier eine Finesse. Alessandro Guzzo hat sich hier wirklich Mühe gegeben. Wieder, guckt euch das an. Ich habe das vorhin schon mal gesehen, aber ich bin jedes Mal hier so beeindruckt von.
Das ist wunderbar, das ist so schön. Wir untersuchen, wir sind hier in einer Höhle, ja. Ihr seht, wir sehen hier genau einen schönen, dunklen Ort. Ja, Kraftausdrücke verwenden wir hier auf YouTube mal nicht. Ist ja auch empfohlen. Und, nachdem ich mich hier im Spiel ein bisschen umgesehen hatte, pardon, meine ich, dass die dunklen Bereiche auch gar nicht erkundet werden sollen. Wir haben hier so ein, wo wir hier auch immer aufgewacht sind, das ist irre. Ich weiß auch zum Spiel selbst gar nicht, außer Alessandro Guzzo hat mit The Land of Pain bereits wirklich gut vorgelegt. Und ich denke mal, der will das nochmal wissen. Wie kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Ja, das haben wir vorhin schon gehört. Hier ist so eine Ange... Ach, ist doch ekelhaft hier, oder? Ich duck mich auch mal kurz. Hier, ist das... Ja gut, das gleiche wie vorhin. Hm. Aber da liegt auch schon ein bisschen Zeug. Diese Zeichnung da hinten. Diese arme Teufel hier oben. Ne? Aber hier brennt auch ein Licht. Oh, mit Wassereffekten. Oh, das ist auch so wunderschön. Guck mal hier. Es ist jetzt schwer auch zu erkennen, ne? Aber... Ja, ich denke mal, das können wir uns nachher noch angucken. Was haben wir hier? Ein Totenschädel. Untersuchen, guck mal. Was ist das für eine Kreatur? Der Anblick lässt mich erzittern. Ja, das sieht wie ein Menschenkopf irgendwie aus, oder? So ein Menschenschädel. Ich weiß ja nicht, ob... Oh, guck mal, der Rauch. Wie geil ist das denn? Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal wird mir auch Angst und Bange und ich beginne zu zittern hier, wenn ich Menschen sehe. Oh, komm rauf. So. Können wir da oben was tun? Da kommen wir gleich hier, ne? Da oben. Arme Teufel. Ey. Aber guck mal hier, diese schönen visuellen Effekte hier. Das ist ein bisschen komisch. Das hätte ich wirklich... würde ich das mit einer Kamera aufnehmen. Seit wann habe ich hier am Auge solche trüben Punkte? Oh, meine Mann. Grauer Star oder so. Oh, Mann. Was ist das eigentlich? Hm. Oh, der Zoo. Der Mann auf dem Bild bin ich? Wie ist das möglich? Was ist das für ein Ort? Ja, das sieht mir auch nicht nach einem Ort aus, den ich kennen würde, beziehungsweise der einladend ist oder auch als Ferienresort gelte. Ne? Komisch irgendwie hier. So, rechte Maustaste ist ja hier raus. Hm. Oh, es wird gespeichert. Ja, die visuellen Effekte tragen hier auf jeden Fall gut dazu bei. Danke, Alessandro Guzzo. Hier für dieses Meisterwerk. Ich spiele eine Demo und spreche von Meisterwerk. Nee, Atmosphäre pur, ja. Von hier aus kann ich nach draußen sehen, aber der Rest ist zu klein, um durchzukommen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Ja, draußen sieht das einladend aus. Da würde ich auf jeden Fall auch schnell raus wollen. Ja, guck mal hier oben, oben. Sonne, Licht. Oh Mann. Was? Ach, ich habe das schon einmal kurz angespielt. Ja, aber da kommen hier immer so diese Effekte. Die sagen so, oh, neuer Event. Finde einen Weg dorthin. Finde einen Weg dahin. Hol dir dies, hol dir das. Und du erschreckst dich hier. Dabei ist das nur ein Event. Ein kleiner Hinweis-Event. Diese Kerzen. Das kann ich euch sagen hier. Nicht runtergehen, nicht runterfallen. Man sieht das kaum da unten. Ich dachte zuerst, hier muss man irgendwie runtergehen, sich da nach drüben vorarbeiten. Nee, das ist nur ein Schatten. Guck mal hier rechts. Das sieht aus, als würde hier einer stehen. Ne? Und hier am Rad drehen. Nee, Scherz beiseite. Ist ja, im ersten Moment ist das wirklich hier. Auf der Seite links hier vorbei. Unten hier, ich weiß nicht, was das ist. So eine Brühe, Lava, Soßenbrühe. Auf jeden Fall tot. Ja, hier instantly da unten, wo das hier so hell leuchtet, rein berühren, tot. Ich kann mich hier satt sehen drin. Oh Mann. Da unten geht's auch runter. Das sieht hier aus wie so. Oh Mann, es hat hier Alien was damit zu tun. So.
glibberige, schlüpfrige Alien-Eier hier. Mann, hier, danke alles am Zug. Das mal richtig schön. Und das Feuerchen. Ach ja, mir ist auch aufgefallen, wir haben hier keine dynamischen Lichteffekte. Wenn ich mich hier bewege, da tut sich nichts, ne? Da wird nichts abgedeckt. Vielleicht kommt das auch noch in der Vollversion. Ich tümpel hier zurzeit mit, wie gesagt, RTX 2070. Knappe 80 Frames hier in der Sekunde. 77, 78. Oh, die hat eine Tür. Ich will, ja, Mechanismus. Ich will hier raus. Diese großen Steintüren sind fest verschlossen. Dieser Mechanismus muss dafür da sein, um sie zu öffnen. Ich hoffe wohl. Es funktioniert nicht. Ein Zahnrad? Oh, komm jetzt, oder? Was? What was that sound? Ja. Ich dachte mir auch gerade, was ist das denn gewesen? Oh Mann, ich krieg hier eine Gänsehaut. Ich brauche ein Zahnrad, ne? Ich brauche ein Zahnrad. Ja, erinnert ihr euch noch, als wir hier in The Land of Pain diesen Kapuzenpeter hatten? Das blöde, blöde schwarze Vieh hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Gänsehaut. Was? Oh Mann, Mann, Mann. Zahnrad, Getriebe, oh, das können wir nehmen. Und ich laufe hier mal flott weg. Wenn das Viech wiederkommt, ich will hier nicht sein. Rein, Pappen, komm, auf, schneller. Oh ja. Oh ja. Guck mal, guck mal hier. Das ist fast wie in The Forest hier. Mit der schönen Musik im Hintergrund. Das hier, du kommst raus. Draußen ist es wieder hell. Oh ja. Aber... Auch der Gesamtstil hier. Das ist so typisch Alessandro Guzzo. Guck mal hier, die Blumen. Wie in The Land of Pain. Ah, ja, ja. Der gute Mann bleibt seinem Konzept treu. Das ist schön zu sehen. Ne? Hier so ein Aufmacher. Da kommst du raus, geflogen, rausgeflutscht hier. Willst einfach nur mehr weg. Oh, gucken wir mal hier. Ich will Wasserfall, Wasserfall. Nee, oder? Komm, komm, komm. Oh Mann, Wasserfall. Oh, guck. Das ist wie Urlaub. Ja, aber wir können hier nicht stehen bleiben. Außer das soll jetzt hier eine Endlosschleife. Nee, kein Vieh. Oh, wunderschön. Außer das soll jetzt hier eine Endlosschleife werden von wegen. Oh, beruhigende Endgame-Videos mit sanfter Musik zum Abschalten. Und entspannen nach Feierabend. Können wir hier drüben? Nee, oder? Oh, ich würde so gerne hier drüber springen. Gerade eben. Ja, wir sind in Alessandro Guzzos Game. Nicht in hier. Pardon. Nicht in Crisis oder sonstiges, wo man hier Doppelsprung, schieß mich tot, ewig weit. Ist das hier das, was auf dem einen Bild zu sehen war? Diese komische Brücke? Da drüben ist ein Turm, aber ich muss hier noch mal gucken. Ey, das ist so sanft. Und die Klanguntermalung tut hier auch ihr Bestes.
Unglaublich. Unglaublich. Hier. Okay. What's going on? Oh my God! No, no, no! Untersuche den abgestürzten Meteoriten, Gott, zum Gruße, wo bin ich jetzt eigentlich? Komm hier vor. Oh Mann, oh Mann. Ich denk mal hier. Nee, nicht runterfallen, du. Komm, lass mal Ausblick nehmen, will er nicht. Er will hier nicht ausblicken. Nein! Oh ja, gut. Das ist der Wasserfall hier drüben. Turm. Ich denke mal, hier irgendwo drüben muss das runtergekommen sein. Oh Mann. Ich höre da Stimmen. Ich bekomme schon wieder so eine ganze Haut hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie geil ist das denn hier, diese Wassereffekte? Ja, das, ich denke mal... Tut mir leid, bin gerade wieder ein bisschen abgekommen, aber das ist so ein Problem, unter Anführungszeichen. Ich denke mal, ihr kennt das bereits alle von mir. Ich fühle mich hier so zu Wasser hingezogen, wirklich gut hingezogen in Spielen. Das ist ja auch mal eine interessante Bemusterung hier. Aber diese Wassereffekte. Wo muss ich hin, wo? Nee, oder? Irgendwo. Ich höre das Vieh. Ja, was ist? Ja. Oh, komm. Jo. Ja. Nee, oder? Ja. Was I dreaming? Träumte ich? Oh nee, das ist ein Scherz, ne? Wie spät ist es? Dieser Traum, alles war so echt und beunruhigend. Es fühlte sich surreal an. Ich bin müde, ich muss ins Bad und mich erfrischen. Und ich bin der Meinung, das ist kein Traum gewesen. Was haben wir hier für komische Lichteffekte, wenn ich die Maus hier so... Na, gehört das so? Ich denke mal nicht, oder? Na, das denke ich nicht. Aber hier ist auch nicht mehr ganz gut. Oh nee, das ist nur ein Schatten hier. Die Uhr ist jetzt nicht mehr funktionstüchtig, wie das aussieht, was da hinten. Congratulations. Oder so. Sind wir zu Hause, ne? Zu Hause. Hier Klamotten. Oh, Licht ein, Licht aus, ne? Der gute Mann muss auch noch auspacken. Gucken wir mal, was sich draußen befindet. Ich hoffe hier kein Blödsinn. Oh nee. Was da drin? Ist hier. Da, oh mein dunkel Gerumpel. Oh, spielst du so ein Spiel und dann meinst du auch noch, nee, da kann ich. Ich kann die Tür nicht zumachen. Nee, da kann ich mal. In aller Ruhe, ich kann die Tür auch nicht zumachen. Ich kann mal in aller Ruhe hier durch die Gegend streunen und dann was rausfinden. Hier, Post-its-Tagebuch, ein gutes Bild, das sollen wir lesen, ne? Hallo, wir machen das auch wieder so wie bei Land of Pain. Ich sag mal, Pause, ihr könnt lesen, wenn ihr auf Pause drückt und ich spring weiter, ja? Pause. Ja... Der gute Mann hat auf jeden Fall ein bisschen was hinter sich. Hier eine Trennung. Von seiner guten Freundin.
So wie das geschrieben ist im Tagebuch, denke ich mal nicht, dass das einfach gewesen ist. Und auch der Onkel. Was haben wir hier? Milch, Eier, Saft, Geschirrspülseife und Rattengift. Ja, ganz wichtig. Call Pete back. Ja, ruf mal den Peter zurück. Und ich denke mal, dass auch die gute Jenny. Tja, ne? Wirst du nicht so einfach los hier. Das Leben, die Erinnerung. Erstmal schick hier eingerichtet. Nicht von der Einrichtung her, sondern grafisch, finde ich, ist das... Guck mal hier. Ist da Öl drin? Oh Mann, wie das glänzt hier. Aber hier der alte Tante Emma oder Oma Hefen hier. Was ist das? Bungalow Box? In Ordnung. Essen? Das können wir essen. Oh, da drüben haben wir jetzt was gegessen. So ein Brötchen. Ja, oh, Doppelbrötchen. Da ist aber einer hungrig, ne? Meine... Was ist das? Kästen. Der Umzug war anstrengend. Ich muss mich noch um so viele Dinge kümmern. Tja. Ah, der gute Mann zieht noch um. Licht ein, aus. Ich muss im Moment niemanden anrufen. Ja, ja. Hier, der Schalter. Oh, Licht ein auch. Ja, gut. Ich... Na, noch nicht. Die Bücher? Was sind wir hier eigentlich? Das ist ein altes Sofa. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon drin war. Denn ich hoffe nicht, dass er das Sofa hier mit reingesiedelt hat. Das ist schon ein bisschen zu alt, denke ich, hier oben. Na gut. Das ist meine Sammlung alter Bücher. Ich muss sie immer noch richtig in den Bücherregalen einordnen. Aha. Ja, ja. Oh, Kamin. Oh ja. Schönes Feuerchen. Ich liebe die Wärme des Feuers, wenn es draußen kalt ist. Schön. Das ist schön. Eine alte Hütte hier. Die Uhr, die Jenny mir vor vielen Jahren geschenkt hat. Sie funktioniert nicht mehr, aber ich behalte sie als Erinnerung an sie. Ja. Ich denke mir das auch so wie das Bild am Kühlschrank in der Küche. Ne? Ein alter Fernseher hier von Philips. Autoschlüssel. Das freut mich hier jetzt aber, ne? Zeitung. So, wir machen wieder mal eine Pause. Tja, Onkel, der gute Onkel Edgar. Scheint hier irgendwie verschwunden zu sein. Ein Ietel? Celeron? Ist in Ordnung. Aber der Mann hat auf jeden Fall einen guten Geschmack hier, The Land of Pain. Das ist mein neuer Computer. Es hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Ja, ja. Dadurch kann ich jedoch häufiger von zu Hause aus arbeiten. Gut, der gute Mann benötigt den Computer jetzt nicht zum Spielen von hochwertigen oder hochgrafischen Spielen. Sondern um von zu Hause aus zu arbeiten. Cutlery. Ne? Cutlery? Ich denke mal, dass hier so Geschirr. Klein. Badezimmer. Ach so, ja. Na, wollten wir doch irgendwie. Gucken wir zuerst. Es sieht aber komisch aus, ne? Eine Dusche. Hier ist aber Wasser drin, oder? Das sieht mir so aus. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Es war, als würde mich dieses seltsame Objekt rufen. Ich fühlte einen tiefen, ursprünglichen Instinkt. Who's at the door? Wer ist an der Tür? It's probably the postman. Der Postbote? Oh Mann.
Der Postbote? Ich bin mir nicht so sicher. Oh. Wie geil ist das denn? Du siehst hier kaum raus. Aber das mal. Das ist mal wirklich gut hier implementiert, oder? Du kommst hier hin und denkst dir so, wer kann da draußen, wie im echten Leben. Du guckst raus, siehst kaum. Nee, ich denke mal, ihr versteht, was ich... Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Das habe ich hier auch so noch nicht gesehen in Spielen. Das ist mein Vorraum. Ich kann hier... Ölbild, Acryl, Öl, Acryl, weiß man nicht. Aber ein Hündchen hier habe ich. Und ein Brief. Oh, guck mal hier. Meine flotten Sandalen. Nice. Pause. Es ist ein Brief von meinem Onkel Edgar. Es scheint, dass er mir seine alte Wohnung in der Stadt überlassen hat. Das habe ich nicht erwartet, aber ich gehe sofort dorthin. Das ist jetzt auch so ein Frageton von mir gewesen, ja. Ich gehe sofort dorthin. Haben wir alles mitgenommen? Hier sind wir gewesen. Da auch, da drin, da überall. Und nochmal hier zurück. Was sehen wir hier drin? Nee, hier alles gut, ne? Da drin. Den Schalter haben wir betätigt. Hier ist auch nichts. Da oben auch nicht. Kleidung wechseln. Ja, nur zu, nur zu. Ich denke mal nicht, dass wir hier in den Schlafklamotten rauslaufen werden. Es wird eine lange Reise. Ich nehme lieber meinen Kassettenrekorder mit, damit ich gute Musik hören kann. Wo ist er? Das ist auch eine gute Frage, oder? Mann, wo hast denn du dein ganzes Zeug nach dem Umzug hingelegt? Oh, und dann spielen wir auch noch so ein Spiel, wo du eigentlich ganz genau weißt, das geht nicht gut aus, ne? Suchen. Ah, mein Kassettenrekorder. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Können wir loslegen? Hey, guck mal hier. Ordentliche Schuhe. Ordentliche Hose. Hoffe ich mal, dass hier das Urteil, ne? Nee, den haben wir schon gelesen vorhin. So, los geht's, ausgehen. Es wird eine lange Fahrt. Edgars Wohnung ist viele Stunden entfernt. Ajo. Ich denke mal, nun haben wir ein bisschen... Ja, Loading. Aber die Zeit werden wir überbrücken hier. Und wir sind auch gleich wieder da. So, ich mache auch mal wieder Pause an dieser Stelle für euch zum Lesen. Und auch hier mache ich nochmal Pause. Wir sehen hier Alone. Das scheint wohl die Wohnung zu sein. Kurz Pause. Ja. Und irgendwie sind wir hier schon. Wo das Alone drin steht. Mann. Okay. Hier geht's nicht runter. Ich bin mir nicht sicher. Geht's hier rauf? Nee, auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden wohl hier rüber gehen müssen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Soda, Limo, Bier und Wasser gibt es hier um 25 Cent. Die leeren Flaschen befinden sich drin, aber das Gerät ist auch kaputt. Deans drowned me. Oh mein Gott. Irgendwer hat irgendwie ihn ertrunken und... Auf dieser Bank ist auch irgendwer gestorben, zusammen mit dem Graffiti. Das ist nicht die richtige Wohnung, okay. Das sieht mir alles nicht so einladend aus, ne? Schau dir mal das Vieh hier an, das ist doch eindeutig so ein Das sind die Kinder. Das sind die Kinder. Das ist auch nicht die richtige Wohnung, ne? Hallo? Auch nicht. Ich bin mir sicher, das ist hier das richtige Ding. Oh, der hatte... Ja, der hatte Apartment. Hat er denn nicht Apartment 13?
Der Mann hat aber auch nicht gerade ein gesundheitliches Problem alleine, ne? Nee. Alter. Gucken wir dir das an. Hier ein blöder Gartenzwerg. So eine blöde Zeichnung von irgendwelchem Viech hier an der Wand. Und dann auch noch... Oh nee, der Schatten. Weißt du, da magst du nicht mehr hier. Hallo? Ach, ja. Bleibt auch nur die Wohnung hier. Mann. Irgendein Blödsinn passiert hier. Ja, da sind wir. Das ist Edgars Wohnung. Was denn ich sagst? Ich will hier nicht rein. Ich will hier nicht rein. Ist die Frau am Bild? Wer ist das? The lights were on all this time. Okay. Boah, Mann! Alter! Ich krieg hier den Nerven zusammen. Finde Hinweise in der Wohnung. Ich gehe nicht in diese Wohnung. Ja, mach mal noch eine dramatischere Musik hier, ne? Der scheiß Kapuzenteufel ist hier wieder am Werk. Ich weiß nicht, ob ich rein oder raus. Telefon! Die Leitung ist... Das ist ein Witz, oder? Natürlich ist die Leitung tot. Schöner Blödsinn hier. Wer ist die Frau? Wer ist der Mann? Und was ist das hier für ein... Oh. Das war so ein schwarzes Kapuzenteufelsvieh. Wie man das auch schon aus The Land of Pain kennt. Telefon. Noch immer tot. Noch immer tot. Da gehe ich echt nicht rein. Da, Tür. Mach die. Oh Mann, die Blöde. Was ist da drin? Was? Ich sehe hier genau gar nichts. Tür zu. Das ist ein Badezimmer. Badezimmer. Es ist sehr dunkel bei der Tür. Ja. Oh, Gott sei Dank ist hier auch ein Schalter. Alle meine Entchen. Ich weiß nicht, ob die noch im See schwimmen. Überall ist Schimmel und Schmutz. Hat Otka, Onkel Edgar, nicht Otka Enkel. Hat Onkel Edgar jemals sauber gemacht? Nee, guck dir doch mal an hier. Gitter? Das Gitter am Boden? Unter diesem Rost funkelt etwas Metallisches. Mit dem richtigen Werkzeug sollte ich es öffnen können. Mit dem richtigen Werkzeug. Wir suchen auf jeden Fall ein Werkzeug hier. Ey, das... Komm. So sieht's ja nicht aus bei dir zu Hause. Das ist ja Oberwasser, Unterwasser schalten. Das ist ja zum Kotzen, ist das hier. Mann, was ist das hier? Was ist das hier? Ein blöder Hund hier. Ein blöder Hund. Irgendwas Blödes passiert hier auch noch. Machen wir die blöde Tür zu. Ne? Gucken wir hier, so eine Klavier, so eine Zeichnung auch. Was sind das, zwei Pferde oder so eine Zeichnung wie vorhin? Ja, ja. Schön mal in die Tasten gehauen. Kommt was bei raus? Nee, oder? Ja, eine Partitur. Eine Seite. Seite. Schublade. Ah, die Schublade ist verschlossen. Die Seite. Ich mache auch mal wieder Pause. Schublade hatten wir gerade eben. Was ist das für ein Kasten hier? Was ist das für ein... Was ist mit diesem Spiegel passiert? Das frage ich mich jetzt an dieser Stelle auch, ne? Zerkratzt es? Nee, oder?
Das blöde schwarze Vieh hier von vorhin. Aus The Land of Pain hatte das schwarze Vieh hier auch so Krallen. Das konnte hier kratzen und schlitzen und... Wenn ich mir das hier... Ja, vielleicht hat der Alessandro gut so. Hier sich wohl überlegt, dass er das gleiche Vieh wieder... Weiß man nicht. Ja. Badezimmer gewesen. Tür ist hier zu. Die Tür ist hier zu. Was ist das hier für ein Zimmer? Schalter macht es. Oh ja, Licht ein ist immer gut. Licht ein ist immer gut. Tür zu. Tür zu. In Ordnung. Dann mach die Tür zu, noch ein bisschen langsamer, bitte. Stereo-Lage. Tape. Von Kony. Wir bekommen hier einen guten Hit gespielt von... Ja, jetzt wieder. Ne? Von Kony. Der Stereo-Lage von Kony. Kaufen Sie sich noch heute eine Stereo-Lage von Kony. Ein... Sunny's Pizza Palace? Was ist das hier? Ein Bass Classic. Das ist gut. Gucken wir uns erstmal um. Ja, der Onkel Edgar hatte hier auf jeden Fall auch den gleichen Hersteller vom Sofa wie ja, unser Protagonist, ne? Der Hauptcharakter. Komisch, wie heißt der eigentlich nochmal? Mechanismus. In das Holz ist ein seltsamer Mechanismus eingepasst. Es wurde etwas entfernt, eine Art Aufsatz. Gut, also, wir brauchen für das Gitter hier im Badezimmer schon mal ein Werkzeug und hier so ein Aufsatz. Zwei. Was? Winnie's. Oh, Winnie's Pizza Palace. Nicht Sunny. Eine Statuette hier, so ein Pferd. Was tut das? Auch keine Tür aufgegangen. Ich kapiere das nicht. Muss man das hier in eine gewisse Richtung drehen? Wow. Ich kann sie nicht öffnen. Da ist etwas auf der anderen Seite, das die Tür blockiert. In Ordnung. Okay. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow. Was ist hier jetzt los? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was? Was? Alter. Oh Mann, Alter. Was ist jetzt hier schon wieder los? So ein Scheiß kaputt. So ein Peter, wie kommt hier? Kraftausdrücke wieder eindämmen. Hier irgend so ein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Die... Oh, hier durch. Nee, das wollen wir das? Ich weiß nicht. Warum ist hier alles kaputt? Was ist mit dem mit der Stiere? Die geht auch nicht mehr. In Ordnung, okay. Oh, es ist abgeschlossen. Ja, warum hat Edgar diesen Raum abgeschlossen? Vielleicht ist es auch gut so, wenn ich mir hier das ganze Kasperls Chaos angucke. Das ist ja nicht mehr normal hier. Ich gehe jetzt erstmal hier durch und hoffe, dass ich mich nicht an den Glasscheiben schneiden tue. Alter, ist das ein Ekelhaufen hier. Guck, guck, guck mal hier. Guck mal hier diese... Nee, oder? Ja, das bewegen wir mal rüber hier. Wie ist passiert irgendwas? Wie... weg, weg, weg. Haben wir hier HLEB? Kann ich nicht lesen. Winnie's Pizza? Essen. Das können. Nee, oder? Wie das hier aussieht. Wie das hier aussieht. Ich drücke jetzt auf die Maustaste. Ja, gut. Das ist vielleicht. Ja, natürlich. Ja, danke. Oh, was ist das für ein Gemälde? Unter dem Gemälde ist ein merkwürdiger Riss. Vielleicht kann ich es öffnen. Na, dann nehmen wir doch das Bild ab, oder?
Ich kann es nicht bewegen, es ist fest an der Wand befestigt. Ja, das ist meine Überraschung. Also, einmal Gitter im Badezimmer, einmal hier blöder Aufsatz für einen Mechanismus und das Bild, das sich so nicht lösen lässt. Ja, drei Aufgaben. Wir sind gerade in meiner Demo erst irgendwo angekommen. Was hier? Schalter. Es funktioniert nicht. Ja, was für eine Überraschung hier. Was für eine Überraschung. Was funktioniert denn überhaupt hier in dieser Untersuchung? Ja, hier riecht es schrecklich. Wie konnte mein Onkel hier unter diesen Bedingungen leben? Nicht ein, sondern drei Fragezeichen. Diese Frage stelle ich mir hier an dieser Stelle. Guck mal hier alleine, dieses hässliche. Was ist das denn für ein hässliches Loch hier? Gibt's hier? Bungalow Box? Weiß man nicht, ne? Untersuchen. Was ist das für ein abscheulicher Gestank? Es riecht schrecklich. Die Idee gefällt mir überhaupt nicht, aber ich kann nur versuchen. Ja, weiß man. Ja, oh. Das da unten war ge... Oh. Ja. Wir müssen hier durch, ne? Wow. Wow. Oh, Alter. Was? Ist die... Ich bin hier auf. Lass mal kurz Puls messen hier. Das dauert ein... Ja, linke Maustaste. Das war die Demo-Version. Puls. Natürlich will ich hier mehr wissen, natürlich. Bin ich jetzt nicht nur begeistert, sondern auch ein bisschen angespannt über die Tatsache darüber, dass das Spiel, nee, die Demo hier jetzt zu Ende ist. Ich will hier nicht nur mehr wissen. Ich bin aufgeregt. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nichts über das Spiel, aber ich will auf jeden Fall viel, viel mehr erfahren. Und auch diese Faszination hat hier The Land of Pain in der Demo-Version damals bei mir ausgeübt. Ich war hier auf dem hohen Puls. Ich war hier richtig begeistert. Und ich denke mal, das werden wir mit The Alien Cube dann auch wieder sein. Aber das war erstmal die Demo. Und ja, auch wenn ich mich so lange nicht mehr blicken und hören lassen habe. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zugucken. Meine Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, bis die Tage, wann auch immer, man weiß es nicht. Das war die Axt im Walde, die der Alien Cube in der Demo-Version gespielt hat. Alles Gute, liebe Grüße. Tschüss.